Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Alex und heute nur mit einem ganz kurzen Video, denn heute soll es endlich um die Verlosung gehen. Es wird drei einzelne Preise zu gewinnen geben. Die Details erkläre ich euch gleich, was ihr machen könnt und müsst. Vorher möchte ich natürlich noch unbedingt ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Marco von Strick mir was schicken, senden, weil der Marco mir den Batat gestrickt hat. Und er ist fertig, er ist seit ein paar Tagen bei mir und so sieht er aus. Na, der ist also ganz, 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 ganz toll geworden. Ich trage ihn mit Stolz und der ist einfach wunder, wunderschön. Also Leute, lernt stricken. Macht euch einen Batat, der ist super. Okay, also, dank eurer Hilfe habe ich mich entschlossen, dass ich die drei Preise in drei einzelne Preise aufteile, nicht in ein großes Gesamtpaket, damit eben drei Leute die Chance haben, etwas zu gewinnen. Und es wird als erstes ein Wollpaket zu gewinnen geben. Das ist praktisch genau die Zusammenstellung wie bei Claires Westentuch, ne? Das ist also so eine Schlammfarbe mit Blau und mit Schwarz. Und das reicht auf jeden Fall mindestens für ein Tuch. Also locker. Ihr könnt daraus natürlich auch was anderes machen, na ganz klar. Aber das hier wäre Preis Nummer 1. Preis Nummer 2 ist ein Strang Merino Sockenwolle in ganz, ganz weich. Das ist so ein Petrol-Dunkelblau mit Rot. Ganz klassisch, denke ich. Daraus Socken zu machen, ist der Hammer. Die sind ganz, ganz toll am Fuß, aber ihr könnt auch alles andere draus machen. Das sind also 100 Gramm mit 400 Meter Lauflänge. Ja, das wäre Preis Nummer 2. Und Preis Nummer 3 ist dieses Hörbuch. Das heißt Fillery von Lev Grossmann. Und vielleicht kennt ja der eine oder andere von euch die Serie The Magicians. Das ist sozusagen das Buch dazu. Und weil ich selber ein großer Hörbuchfan bin, habe ich gedacht, ich verschicke nicht oder verschenke nicht das Buch. Das gibt es hier nämlich auch in meiner kleinen Bibliothek, sondern ich verschenke das Hörbuch an euch. Nur mal ganz kurz, worum es überhaupt geht. Ich lese es euch mal kurz vor. Quentin Coldwater, das ist die eine Hauptperson dieser Geschichte, steht kurz vor dem Highschool-Abschluss. Die Schule langweilt ihn, wie ihn eigentlich alles andere außer Fillory, das magische Land aus den fantastischen Büchern, die er liebt. Doch plötzlich findet sich Quentin, der gerade noch durch Brooklyn gelaufen ist, selbst in einer magischen Welt wieder, an einer geheimen Zauberschule, Breakbills College. Und auch Fillory gibt es wirklich. Aber es ist keine heile Welt, sondern ein düsterer Ort, von dem eine schreckliche Bedrohung ausgeht. Quentin und seine Freunde begeben sich auf eine gefährliche Reise und müssen sich einem alles entscheidenden Kampf stellen. Das ist Teil 1. Es gibt drei Bücher davon. Die fangen auch alle mit dem Titel Fillory an. Also das ist jetzt Fillory die Zauberer und dann gibt es noch zwei Teil 2 und Teil 3. Teil 2 der Serie wird demnächst ausgestrahlt. Also im Amerikanischen ist es das schon. Und Teil 3 soll gedreht werden auf jeden Fall. Also das ist Teil 3. Also der dritte Preis, der dritte Teil des ganzen Preises. Was ihr jetzt machen müsst, ist einfach nur euch einen Preis aussuchen, den ihr am liebsten hättet. Also jeder soll sich bitte für eine Sache entscheiden, was ihm am wichtigsten ist. Das Wollpaket, zweitens den Strang und drittens das Hörbuch. Und dann findet ihr unten in der Infobox meine E-Mail-Adresse und da könnt ihr hinschreiben und schreibt in das Betreff bitte rein, eben was ihr haben möchtet. Also Wollpaket, Strang oder Hörbuch. Damit das ein bisschen fairer aufgeteilt ist, habe ich gedacht, jeder bitte nur einen Preis, ne? Damit mehr Leute die Chance haben. Und dann werde ich das Ganze auslosen. Ihr habt Zeit bis zum 10. Oktober, 12 Uhr mittags. Da werden die Wahllokale sozusagen geschlossen. Und dann werde ich auslosen und werde den Gewinner bekannt geben. Für alle die, die gar nicht wissen, warum ich das hier mache.
Ich stehe kurz vor 3000 Abonnenten und bin da mega, mega glücklich drüber und stolz drauf. Ich habe auch gedacht, es wird noch ein bisschen dauern. So, ich hatte gedacht, Weihnachten oder so. Aber nein, es gibt fleißige Abonnenten. Deswegen sind wir jetzt kurz vor 3000 und deswegen wird es also so knapp, ganz knapp 2 Wochen Zeit geben. Ja, entscheidet euch, was ihr haben möchtet und dann wünsche ich allen viel Glück. Und viel Spaß mit den Gewinnen. Und wir sehen uns bald wieder zu einem Podcast. Bis dahin macht's gut. Tschüss, eure Alex.